Wenn Sie sagen, dass jeder, der verhandeln will, Putins Propaganda verbreitet, dann verbreitet offenbar also auch der Papst Putins Propaganda, dann verbreitet der brasilianische Präsident Putins Propaganda, dann verbreitet sogar die Rand Corporation, die ja gegründet wurde, um die US-Armee zu beraten, Putin-Propaganda, weil auch die Rand Corporation hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wo sie sehr deutlich warnt, dass Biden nicht seine bisherige Strategie fortsetzen soll, auf einen langen Abnutzungskrieg mit immer mehr Waffenlieferungen zu setzen. Ich meine, das sagt die Rand Corporation und ich werde hier hingestellt wie jemand, der von Putin bezahlt wird, wenn ich sowas fordere. Also das ist doch irre. Die deutsche Debatte ist doch wirklich verrückt. Also wenn Leute, das ist ja die keine für Frieden, deutsche Debatte, sondern ist ja, eine aber in Kollegin der deutschen Debatte wird das sitzt. Ja immer wieder auch genauso propagiert. Hier sind die Reaktionen auf unser Manifest sind aberwitzig.